Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum neuesten Computerclub. Und das ist auch der letzte Computerclub. Ich habe mir eine schwarze Krawatte angezogen. Wolfgang. Also ganz schwarz ist sie nicht, aber ja. Ich glaube, es gibt gar keinen Grund zu trauern. Gute Sachen soll man eigentlich auch dann aufhören, wenn sie am besten sind. Und wir haben den Höhepunkt. Mhm. Und wir wollen mal sehen, was danach kommt. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ja. 22 Jahre waren das ja immerhin. In den 22 Jahren ist sehr viel passiert. Auch mit dem Computer selbst ist viel passiert. Mit uns wahrscheinlich auch. Sie werden vielleicht in der Sendung so das eine oder andere Bild heute sehen. Das ist ein bisschen älter. Und wir haben hier gefunden einen alten Nachspann, einen alten Abspann, Ablauf, ja. Einen Ablauf. Danach planen wir immer unsere Sendung. Der ist von Januar 1992, Opening und so weiter und so weiter. Und da kommt hier hinten Selbstbau-Fernsehgerät. Wir haben ja auch einen sogenannten Archibald, das ist ein Archivrechner, hier steht er. Da sind alle 400 Sendungen drin, denn die 400. Sendung ist diese letzte Sendung. Und da gibt es eine schöne Sache, die hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Ich weiß das noch. Da war der Herr Schmallenbach im Studio und er hat ein mechanisches Fernsehgerät mitgebracht. Ich lasse es mal laufen. So, hier haben wir Leuchtdiodenzeilen. Auf die soll ein Fernsehgerät sein hier. Da, mal gucken, ob man da ein Bild, hier, da kommt zum Bild. Also wenn wir das gegrissele in der Zeile, dann haben wir noch die Helligkeit. Ja, so, ich kann das vielleicht noch ein bisschen größer ziehen sogar. S3 sehen wir im Moment. Aber Videotextdecoder gibt es keinen für das System. Videotextdecoder. Wolfgang, das war doch so etwas, was zu uns irgendwie in die Sendungen hineingehörte. Dass jemand draußen sich Gedanken machte, Elektronik entwickelte und dann auf ganz seltsamen Wegen es zum Laufen brachte. Ja gut, die Sendung Computerclub hat sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass wir nicht nur diese schönen, schicken, weißen Gehäuse gezeigt haben, sondern dass wir über den Tellerrand hinausgeschaut haben, Technik allgemein gemacht haben und Computertechnik gehörte irgendwo dazu. Das war so eine typische Geschichte, eine unserer wichtigen Randgeschichten. Ja, der Computer hat angefangen, als wir angefangen haben, so Beine zu kriegen, mitbegleitet hat uns auch lange Zeit die Aktivitäten, die Theo Lieven gefahren hat in Aachen. Er ist hier bei uns heute hier im Studio und er hat es immerhin geschafft, nachher bis 4 Milliarden Umsatz die ganze Geschichte hochzubringen. Er hat immer so ein bisschen den Computer visionär gesehen auch. Ich bin mal gespannt, wie er ihn heute sieht. Ich denke, wir sollten gleich mal mit ihm darüber und reden. Damals, wir können das einblenden, war bei uns im Studio, das war 1994, es ging darum, dass Windows 95 kommen sollte und er hat da etwas ganz Besonderes angezettelt. Er war ein bisschen renitent gegen Microsoft. Ja. Okay, das schauen wir uns an. In den letzten Wochen ging es ja rund um die Welt, dass die Wobis AG sich Microsoft quasi verweigert, dass sie die Verträge nicht mehr verlängert, die anstehen und jetzt Computer mit OS 2 ausliefert als Betriebssystem. Warum das Ganze? Ist Windows nichts mehr? Das Windows 3.1, dieses alte 16-Bit-Dampfbetriebssystem, ist wirklich nichts mehr. Wir haben seit 10 Jahren 32-Bit-Prozessoren, seit dem 386er. Dass das nur längst überfällig ist, weiß jeder. Es gibt sehr viel Software dafür, das ist für den Kunden ganz gut so. Deswegen muss man den Kunden auch unterstützen, dass er die alten Programme alle noch laufen lassen kann. Das geht mit dem OS 2. Bei unseren Computern ist OS 2 installiert jetzt und auch Windows 3.1. Aber da muss was Neues her. Und wir haben dann gesagt, bevor wir uns wieder in diese alte Vertragsstruktur hineinbegeben mit Microsoft, die ja schon vom amerikanischen Justizministerium angegriffen wurde, ist ja gerade der große Eklat verhindert worden, indem Microsoft eingelenkt hat im Juli und dann einen Vergleich zugestimmt hat. Bevor wir das machen, sagen wir, wir wollen jetzt ganz neue Vertragsstrukturen haben. Warum eigentlich? Kann man da mal so ein Beispiel nennen? Was ist denn da so irgendwo so schlimm daran? Es geht um Folgendes. Es gibt eine Strafgebühr für den Hersteller, also in diesem Fall für Wobis, wenn er sich nicht von vornherein verpflichtet, ganz bestimmte Systeme nur mit Microsoft auszurüsten. Das heißt also, nehmen wir mal unser Beispiel, SkyTower ZE500. Da muss ich vorher mich entscheiden, will ich den mit Microsoft ausrüsten oder nicht. Man muss natürlich den mit Microsoft anbieten, das ist ganz klar. Jeder will Windows haben oder viele jedenfalls. Und heute sind es 80%, morgen werden es vielleicht nur 40% sein. Aber man muss Windows auch mit anbieten. Und wenn ich das mache bei Microsoft, muss ich mich sofort verpflichten, für alle diese Highscreen SkyTower 500 ZE eine Gebühr von etwa $35 zu bezahlen. Wenn ich das nicht tue, selbst wenn ich die gleiche Stückzahl erreiche unter einer sogenannten Per-Copy, also das ist das andere
im Vergleich zu Persystem-Lizenz, wovon ich gerade gesprochen habe. Bei der Per-Copy-Lizenz, wo nachher abgerechnet wird, was habe ich denn davon verkauft, da ist die Gebühr etwa 70 Dollar. Das heißt, da ist eine Strafgebühr drin, ja. Und die wollen wir nicht mehr akzeptieren, vor allen Dingen jetzt nicht, wo das neue Windows 95 kommen soll ab Mai nächsten Jahres. Ist denn da die Wobis AG? Das haben wir gehört jetzt. Was ist daraus geworden? Ja, das weiß man ja, was daraus geworden ist. Die Richter waren eigentlich der Ansicht, wie wir auch das gesehen haben in den USA, aber irgendwie hat es dann doch über die Uneinigkeit auch der Betrachtung in den einzelnen Staaten in den USA immer wieder Vergleiche gegeben und der Zug ist jetzt abgefahren. Das war der 1994, 95 letzte Moment, wo man das hätte noch drehen können. Und wenn damals Dell oder Gateway, von denen es war etwa gleich groß damals, mitgezogen wäre in den USA, sähe die Welt jetzt ganz anders aus. Nur ist das so, wie es ist und da müssen wir halt mit leben und wir wissen ja alle, womit wir leben. Vielleicht ein ganz kurzer Blick zurück, so als wir angefangen haben, das war 1981 hier mit unserer Sendung, war die Wobis AG noch keine AG, war es nur sehr klein alles und so weiter. Was ist denn eigentlich passiert in der Zeit jetzt? Vero hieß die damals noch. Ja, bis 1980 hieß Vero und dann ab da Wobis. Damals gab es PET 2001, Apple II. Was ist denn da passiert in der Betrachtung der Computer bei den Menschen draußen? Ja, ich glaube, sie sind irgendwo in der Betrachtung der Profis hoffähig geworden. Obwohl für uns Freaks war das eigentlich immer schon klar, dass das auch Netzwerke werden. Ich weiß noch, hier bei euch in der Sendung 1986 zwei Sinclair ZX Spectrum als Netzwerk mit einem Zweidrahtkabel. Klingeldraht. Da haben wir alle gelacht, das funktioniert ja nie. Also für die Ahnung hatten, war klar, dass wir irgendwann mal vernetzt sind. Mhm. Also die sich damit beschäftigt haben, die haben eigentlich keine Überraschung erlebt, was wohl immer notwendig war, und das haben wir bei Wobis damals immer gemacht, dass diese Produkte auch an den Markt kommen. Es hat ja keinen Zweck, was Schönes zu produzieren und der Kunde weiß es nicht. Weil der Kunde kommt nicht zu mir und sagt, ich hätte jetzt gerne mal dies oder jenes. Ich muss ihm das anbieten, dann sagt er ja oder nein. Und heute haben wir leider die Situation, dass die Produkte erst, wenn sie laufen, in den Großflächen des Handels vertreten. Damals hast du immer gesagt, obwohl du eigentlich davon gelebt hast, im übertragenen Sinne, aber die Dinger müssen billiger werden. Du hast also immer gefordert, die müssen unter die 1000-Mark-Grenze. Das war sehr früh, sehr visionär. Wie sieht es denn heute aus? Ist denn heute die Leistung, die angeboten wird, für den Privatmann, steht das im richtigen Verhältnis oder wird es einfach durch immer neue Entwicklungen hochgehalten? Also es sieht wohl so aus, dass der Durchschnittsstandard-PC, der auf dem neuesten Stand der Technik ist, so um die 1000 Euro immer noch kostet, also 2000 Mark, genau wie damals. Und wenn man dann Zeit hat, sagen wir mal zwei Stufen zurück mit dem Prozessor zu arbeiten, sagen wir mal mit einem Pentium 3 800, dann kostet das halt nur noch 500 Euro. Also man kann diese 1000 Mark damals, diese 500 Euro Grenze immer noch hinkriegen. Aber es war wohl immer so, dass die Kunden bereit waren, die 1000 Euro zu zahlen. Nur sie sind es ja jetzt nicht mehr in dem Maße. Und das liegt wohl daran, dass man sich fragt, ja, muss ich denn jetzt wirklich noch ein 4 GHz CPU haben oder tut es nicht meine 2er auch? Weil der Flaschenhals ist das Internet. Und beim Spielen ist es so, dass viele schon wieder auf Spielekonsolen umsteigen, also auf Sony oder auf Microsoft Xbox und den PC tatsächlich nur noch für die ernsthaften Anwendungen einsetzen. Was will der Mensch denn eigentlich, wenn wir mal nach vorne schauen, wenn wir jetzt in das Jahr 2010 schauen, was will er denn haben? Will er einen sprechenden Computer, mit dem er sprechen kann? Will er einen riechenden Computer haben oder will er einen schrifterkennenden Computer haben? Was fehlt denn noch in den Computern? Also denn damals, als der Newton kam mit der Schrifterkennung, weiß ich noch, wie Theo Liefen gesagt hat, dass die jetzt eine ganze Menge verbrannt. Wir werden die nächsten Jahre diese Dinger erstmal wieder weglegen, weil es ist zu früh gekommen. Das war auch so und leider Gottes, aber mittlerweile, ich benutze selbst einen dieser modernen Tablet-PCs, ist auch noch nicht ganz ausgereift, möglicherweise ist da auch ein 800 MHz Pentium 3 zu langsam für, weil er muss ja immer mitrechnen, das ist ja viel Grafik, wenn Sie dann so ein Dokument haben von 24 Seiten in Schreibschrift, dann muss der ganz schön arbeiten, das ist aber, es macht Spaß, muss ich sagen. Also wenn man da im Zug sitzt oder im Flugzeug und kann wirklich wie auf einem Blatt Papier schreiben und das Gerät kann sogar noch ein bisschen dann in Klarschrift übersetzen, und das können sie immer besser, die Geräte, dann macht das Sinn, das wird wohl kommen. Mit der Sprache, ich stelle mir mal vor, in der Eisenbahn sitzt einer neben mir, der sagt dann speichern, weil er gerade was abspeichern will und ich muss gerade was löschen, dann gibt das Ärger zwischen den beiden Geräten. Ich glaube, das wird wahrscheinlich eher nur für Anwendungen sinnvoll sein. Menschen können das doch auch. Du sitzt doch auch zwischen drei Frauen und zwei Kindern und die unterhalten sich alle über ein anderes Thema und du verstehst trotzdem, was du willst. Warum soll die Maschine das nicht irgendwann auch können? Irgendwann ja, aber ich glaube, dass da die Syntax und alles, was dazugehört, noch so umfangreich ist, dass das Gehirn deutlich besser dafür geeignet ist, als das, was ich beziehen kann. Das geht bei der Schrifterkennung deutlich besser. Also mein Auto versteht mich.
gut, das sind aber auch nur standardisierte genau. Dinge und da sind ganz schmale Kanäle, die man benutzen kann. Ich glaube nicht, dass man da dem Auto sagen kann, es möchte mal bitte einen Liebesbrief absenden oder sowas, das wird es nicht können. Also Dinge, die komplizierter sind, wird man da nicht machen können. Für Maschinenbedienung ja, in der Medizintechnik, da wird die Spracherkennung wichtig. Mit eingeschränkten speziellen Wortschatz. Ja. Ich habe ein Interview geführt mit einem, bei dem ich ein bisschen den Namen vergessen habe, auf der CeBIT war das Shifji, kann das sein, der Entwickler bei Atari. Der hat mir gesagt, also er wünscht sich eine Brille, wo alles da stattfindet und der Computer weiß, was mit ihm los ist. Der Computer weiß, dass er jetzt Urlaub braucht und da werden ihm Bilder von Bangkok oder von irgendwo in seine Brille eingespielt und ganz realistisch und so weiter. Da fragte ich ihn dann, ja, wenn das so realistisch ist, was wollen Sie in Bangkok? Und da sagt er, ja, da haben Sie eigentlich auch recht, brauchen wir solche Variable Computers, brauchen wir solche Computer, wo man per Brille irgendwo in die Welt des Computers hineinschauen? Ich glaube, Computer ist und bleibt ein Werkzeug, wie ein Stift oder sonst irgendwas. Und je besser das ist und je besser man es mitnehmen kann, ich habe auch so einen kleinen PDA dabei, mittlerweile auch mit GSM-Anschluss, also ich kann über GPS meine E-Mails bearbeiten, gut, Filme sehen kann ich damit nicht, aber es ist auch nicht immer erforderlich, Filme zu sehen, aber die Anbindung ans Netz, an das, was man braucht, ist da und das ist schon eine enorme Erleichterung. Spielt denn das Betriebssystem heute noch eine Rolle beim Computer? Ist es wichtig, was für ein Betriebssystem darauf läuft? Ja, wenn ich gewisse Grundfunktionen zum Beispiel aus Windows XP, aus Office XP benutzen möchte, dann werde ich wohl schon Windows XP brauchen. Gut, wenn man geprägt ist auf die Anwendungsprogramme. Wenn man aber da frei ist, ist es doch egal, oder? Ob ich jetzt Linux nehme oder Windows nehme, denn es gibt ja unter Linux all diese Anwendungen ebenfalls. Nur, sie sehen ein kleines bisschen anders aus. Ja, klar könnte man das machen, wenn die Abnehmer bereit wären, sich auf diese Vielfalt einzulassen. Aber die Softwareindustrie zum Beispiel müsste dann auch immer für jede dieser verschiedenen Plattformen eine Version schaffen. Und ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Also ich bin kein Softwareentwickler, habe mich nie damit beschäftigt, wusste nur um die Probleme, die dabei entstehen. Im Prinzip ist es schon sinnvoll zu sagen, wir bauen eine Schienentrasse, auf die alle draufpassen. Das macht schon Sinn. Und wenn das auch kontrolliert worden wäre oder sagen wir, unter freien Bedingungen stattgefunden hätte, hätten wir auch nie ein Monopol bekommen, was wir jetzt haben. Okay, ja, wir machen weiter in der Sendung. Wie war eigentlich der Weg zum Alemannia Aachen? Das war auch mal zwischendurch, war der Präsident. Ja, da hatte man mich mal gefragt in einer schwierigen Situation. Und ich habe dann allerdings gewisse Vorbilder hier gerade aus Köln, von Fortuna Köln, mir dann angesehen. Und als man dann mein Bestes wollte, habe ich dann gesagt, dass es vielleicht besser ist, doch jungen Unternehmern unter die Arme zu greifen mit dem guten Geld als jungen Fußballern. Und das weniger Ersparte, was beim Verkauf der Wobis-Anteile herausgekommen ist, ist dann da zu Alemannia. Also gerade der Kölner Fall zeigt, dass man selbst, wenn man sehr vermögend ist, sehr arm werden kann. Wir haben damals, waren wir nicht zu zweit, die den Club gegründet haben, sondern wir waren zu dritt damals. Und der Dritte hieß Ulrich Rode. Ist ein bisschen größer als wir, zumindest ist es länger als wir. Er ist natürlich heute auch da. Und wie sah der eigentlich vor 22 Jahren aus? Ja, meine erste Frage an den Profi nun, was ist eigentlich ein Heimcomputer, ein Personal Computer, wie man auch sagt? Oh, das ist schwer zu definieren. Ein Personal Computer ist, wie das Wort schon sagt, ein Computer, der einer bestimmten Person persönlich zur Verfügung steht. Mhm. Das ist das Neue. Früher gab es die Großcomputer, die in Closed-Shop-Betriebsweise oft betrieben wurden. Da durfte nicht jeder ran, da gab es Operatoren und so weiter. Diese Dinger hier ist ein Beispiel, die kann jeder sich auf seinen Schreibtisch stellen oder zu Hause hinstellen und persönlich benutzen. Was ist nun der Unterschied zwischen einem solchen Computer und einem Taschenrechner zum Beispiel? Oder einem Schachcomputer auch? Im Prinzip keiner, aber das muss man genau erklären. Ein Taschenrechner ist ein ganz speziell programmierter Computer, bei dem man mit den Tastendrücken einzelne Programmstücke abrufen kann und so zum Beispiel addieren kann oder einen Logarithmus abrufen kann oder so etwas. Genau. Ja, oder so etwas. Ja, Uli. Der PC ist universell programmierbar. Ja. Da kann man nicht nur Logarithmus abrufen, sondern wirklich alles einbauen, was man überhaupt möchte, bis hin zu DVD abspielen und so weiter und so fort. Das, was wir in den frühen 80er Jahren zusammen entwickelt haben, das hat ja Furore gemacht damals. Es war ja irgendwann mal der meist benutzte Computer auf Papier. Das war der sogenannte Know-how-Computer. Hier läuft er übrigens hier als Simulation im Netz. Und da kann man sehen, ich hoffe, er läuft noch. Ja, er läuft noch. Wie er da
sich müht, ich glaube 1000 mal 250 oder irgend sowas auszurechnen, dauert fürchterlich lange. Aber was war es? Was war es? Das war das erste präzise Computerschema, was jedermann verstehen konnte. Ein vollständig rechnender Computer, der jede Rechenart, die überhaupt erfunden werden konnte, auch durchführen kann. Quasi eine Turing-Maschine für Leute, die es auch wirklich verstehen wollen. 5 Befehle gab es nur und mit diesen 5 Befehlen, das konnten wir garantieren, konnten wir die ganze Mathematik beherrschen. Ja. Und hast du schon mal einen Sinus programmiert da drauf? Ne? Logarithmus habe ich programmiert. Oh. Das ist ein schönes, langes Programm. Ja. Aber wenn man einmal das begriffen hat, wie das in der Schule gelaufen ist mit dem 1 und Plus 1, dann kann man auch das machen. Ganz einfach. Und ich habe jetzt heute was mitgebracht, was ich eigentlich nie richtig zeigen konnte im Computerclub. Nämlich die Papier-CPU zu diesem Papiercomputer. Und ich habe was ganz Verrücktes damals gemacht, weil ich immer ganz genau wissen wollte, wie alles funktioniert. Ich habe diese CPU in TTL-Bausteinen aufgebaut. Hier im Grunde ist sie auf dieser Platine mit ein bisschen Draht. Das ist der Adressbus, das ist der Datenbus. Hier ist der Speicher von der Angelegenheit. Und, da war ich besonders stolz drauf, hier ist das Mikroprogramm, was diese CPU befähigt, eben alles zu machen. Ganz besonders stolz kannst du auf das hier sein. Ich drehe das mal rum. Ja, da habe ich stundenlang gelötet, aber das hat mir Spaß gemacht. Ich habe schon als Schüler Radios gelötet und das war toll. Ja. Das Einzige, was mich jetzt betrifft, ist, dass so viele kalte Lötstellen dabei waren, dass ich es heute nicht mehr in Betrieb nehmen kann. Ich habe früher auch sehr viel gelötet. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriegen würde, aber du schaffst es noch. Mit genügend Zeit schaffe ich das, ja. Was ist eigentlich passiert mit dem Computer? Damals, als wir angefangen haben, wurde sehr viel gebastelt. Da war sowas in. Heute, so muss ich das sagen, aus den Erfahrungen aus der Redaktion, das will heute gar keiner mehr. Ja, also früher, die Freaks, die waren ganz stolz, wenn sie einen Computer verstanden haben. So war ich auch geartet. Heute sind die Leute sogar beleidigt, wenn man ihnen zu genau erklärt, wie ein Computer funktioniert. Das ist ungefähr so, wie sie sagen, ja, ein Auto, das fahre ich, da will ich nicht wissen, wie es geht. Ich finde das sehr schade, obwohl es natürlich auch Leute geben muss, die einfach den Computer benutzen. Denn er kann ja immer so viel und ist auch schon intern so komplex aufgebaut, dass es schon ein bisschen mühsam ist zu verstehen, wie er eigentlich arbeitet. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus? Was benutzt du denn? Benutzt du Linux? Ich benutze Linux und Windows gleichzeitig. Ich muss ja, weil ich Hefte mache, Computerhefte, eben alles, was das Publikum verstehen möchte, auch verstehen und präsentieren, was da Neues gibt. Was kommt auf uns zu? Wir hatten auch in der Zeit des Computerclubs öfter mal darüber diskutiert, dass diese von Neumann-Maschinen alles so sequenziell abzuarbeiten, dass das ja irgendwann mal out sein muss, weil die nicht weiterkommen. Wir sprachen da von Occam, von parallel rechnenden Maschinen. Was ist daraus geworden? Eigentlich Spezialisten sind daraus geworden, spezial dumme Rechner, die parallel alles verarbeiten. Das Problem dabei ist, dass man eben die Dinge, die man dem Computer überantworten will, auch parallelisiert überantworten muss. Da muss man selber sehr viel nachdenken. Das ist gar nicht so einfach. Das hat nicht so wahnsinnig viel Erfolg. Obwohl natürlich der größte Parallelrechner der Welt ist das Internet und die angeschlossenen Computer. Und das hat aber Erfolg. Das hat Erfolg. Aber so, wie man sich es früher vorgestellt hat, so mathematisch Parallelrechnen, das ist nicht so einfach. Und was jetzt rauskommen wird, ist natürlich, der Computer wird immer mehr Blackbox werden und es werden verschiedene Funktionalitäten eingebaut. Das habt ihr ja schon mit Theo vorhin besprochen, dass eben Telefon und Fax und Videomaschine und alles, das Ganze in eine Maschine gebracht wird und nach Möglichkeit so klein, dass es als PDA sozusagen wirksam wird. Wir waren in den 80er Jahren mit dem Aufbau unseres Comcom, unseres Kommunikationscomputers, ja schon sehr kommunikativ, da gab es noch kein Internet, da haben wir schon kommuniziert und waren auch sehr erfolgreich. Du warst auch so einer, der gerne da mal reingegangen ist und sowas, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und wir haben als Computerclub, so meine ich, auch noch andere Punkte gesetzt in der Landschaft. Einer davon war wahrscheinlich, dass wir 3 Nächte ausgestattet haben. Und zwar 7 Stunden lang haben wir da Programm gemacht, manchmal sogar 2-mal. Und Herr Rüsker vom HNF, vom Heinz-Nixdorf-Museumsforum, der ist jetzt hier bei uns im Studio. Ja, ganz genau, Herr Rüsker, Norbert Rüsker. Sie sind einer der beiden Geschäftsführer vom HNF-Museumsforum. Und wir waren bei Ihnen zu Gast, aber ein Museum, das hat doch in der Regel die Geschichte gespeichert. Und wie viele Exponate haben Sie insgesamt im Museum? Können Sie das so ungefähr abschätzen?
Ja, wir zeigen etwa 2000 Exponate in der Ausstellung und haben einen Fundus von 5.000 bis 6.000 Geräten, Chips, Mikroelektronik aus der Geschichte des Computers und der Vorläufergeschichte. Und ich habe Ihnen jetzt zur letzten Sendung mal zwei Module mitgebracht. Hab's gesehen. Also wenn wir uns das hier vorne mal ansehen, das ist eingegossen. Da ist also, wenn ich hier von dieser Seite anfange, ein Relais. Daneben ist eine Röhre, eine E92CC, eine Doppeltriode. Danach kommt ein Transistor, dann schon ein integrierter Schaltkreis, ein Prozessor oder ein E-Pump. Gate-Array ist das letzte. Und das letzte ist dann Gate-Array. Das ist also so in ganz groben Stufen die Entwicklung. Und diese Prozessoren, die haben dann irgendwann angefangen mit dem 4004, 8008. Und dann kamen so die ersten Einplatinensysteme mit der 6502 CPU und ein paar Speicherbausteinen, ein paar Portbausteinen, einer Tastatur und einer armseligen Anzeige. Sowas hat damals um die 1000 D-Mark gekostet. Damit ging die ganze Geschichte eigentlich los. Und los ging die Geschichte mit Ihnen, Computerclub und dem HNF, durch die Computernacht. Das war ein gigantisches Unternehmen, ne? Ja, das ist richtig. Wir haben etwa ein Jahr vor der ersten Sendung mit Wolfgang Back mal diskutiert, ob man eine Computernacht machen sollte. Das war anlässlich einer Sendung zum Jahr 2000 Problem bei uns im Haus. Und wir haben gedacht, wir versuchen das mal als neues Format und sind dann 1998, wie gesagt, gestartet und mit drei Sendungen, 2000 und 2001, haben wir weitergemacht. Es war ein großer Erfolg. Ja, das war auch ganz, ganz neu, wenn ich das mal so sagen darf. Es waren ja 7 Stunden Sendung an einem Stück ohne Pause und dann parallel auch auf 2 Kanälen, also 2 Fernsehsendungen, die gleichzeitig parallel liefen. Und Besucher, es war ja teilweise kein Durchkommen. Wir mussten ja schon Schleichwege nehmen. Wie viele Besucher hat man da gezählt? Ja, wir hatten Full House, das heißt 3500 Besucher waren zu jeder Sendung da. Wir hätten sogar noch mehr reinlassen können, aber die Feuerwehr hat uns dann gestoppt. Es war ja ein großes Event aus technikhistorischen Darstellungen, State-of-the-Art-Präsentationen von Unternehmen. Es war ja auch Unterhaltung im Kontext des Computers mit Rechenkünstlern. Wir hatten Hip-Hop-Weltmeister, die also elektronischen Boogie machten, also ein buntes Programm. Und wir hatten ja bis morgens manchmal 1000 Besucher noch in der Sendung. Was kommt jetzt neu ins Museum? Was ist denn jetzt so im Moment der Stand, was Sie quasi einsammeln, um es dann auszustellen? Ja, wir werden in diesem Jahr die neuere Computergeschichte, das heißt die letzten 50 Jahre, überarbeiten und updaten, wie man so sagt. Wir werden neue Bereiche schaffen zum Thema Mobile Computing, wahrscheinlich die größte Handysammlung der Welt zeigen künftig. Wir werden das Thema künstliche Intelligenz und Robotik neu in die Dauerausstellung übernehmen. Wir hatten ja eine sehr erfolgreiche Computer-Gehirn-Ausstellung mit 80.000 Besuchern. Wir werden natürlich die PC-Geschichte erweitern. Das Retro-Computing ist ja jetzt sehr stark im Kommen. Wir haben eine starke Nachfrage, die alten Systeme auch wieder in Betrieb nehmen zu können. Das wäre natürlich schön. Das wäre so eine sinnliche Erfahrung, wenn man an diesen alten Rechnern, Sie haben C64 mitgebracht, aber da gibt es ja viele, die Sie in der Ausstellung haben, wenn man da wirklich mal dran könnte. Oder zumindest in der Simulation, dass man mal so das Empfinden, das Gefühl dafür bekommt, wie war es denn am Anfang? Ja, man konnte ja nicht viel machen und das, was die Geräte konnten, musste man selbst machen. Das ist viel Arbeit, denke ich mir mal, aber Sie haben ja im Museum auch noch andere Projekte, was Sie mir vorhin sagten. Da gibt es ja dann auch etwas, wo Sie auf die Persönlichkeiten der Geschichte und auf diejenigen, die das Museum besucht haben, eingehen. Richtig, wir haben ja bereits im ersten Obergeschoss eine Galerie der Pioniere, der Vorläufer des Computers, inklusive Konrad Zuse, Heinz Nixdorf natürlich, und werden künftig das fortsetzen mit einer elektronischen Wall of Fame, einer Galerie, in der wir 35 Pioniere, angefangen mit Bill Gates, den wir kürzlich interviewt haben, bis hin zu den Computerclub-Moderatoren darstellen wollen. Das ist eine ganz illustre Schar und die werden also elektronisch dann ab 2004 bei uns zu sehen sein. Das heißt, wir überleben dann im Museum bei Ihnen. Ja. Schönen Dank auch, schönen Dank für die Gastfreundschaft während unserer Sendung bei Ihnen im Hause. Und jetzt sollten wir mal schauen, der Manfred Villinger steht drüben und Wolfgang Back möchte mal sehen, was so jetzt Stand der Dinge ist.
Ja, Manfred Fehlinger, lange Zeit dabei, früher zum Schreiben von Programmen und heute Videodat und vor allen Dingen, dass unser Archibald, unser Archivsystem läuft, das liegt ja auch an dir, du hast die ganzen Sendungen digitalisiert, das sind ja immerhin 400 Sendungen, das heißt also dann auch 400 CDs, die du gemacht hast. Also es war eine ganze Menge, was wir dort jetzt digitalisiert haben und dann anschließend in den Archibald reingeladen haben. Und angefangen hat das Ganze ja grauenhaft, muss man sagen. Ne? Man muss sagen, das war also mit solchen Tönen, die wir haben also Programme ausgestrahlt dann und da müssen wir erstmal hier ein bisschen vorlaufen lassen. Auf jeden Fall waren das sehr grässliche Geräusche gewesen und wir hatten uns dann eigentlich gedacht, da sind sie ja. Da, so haben wir in den frühen 80er Jahren die Leute erfreut, muss man sagen, auch wenn das für viele, die keinen Computer hatten, keine große Freude war. Wir nannten es dann Hardbit-Rock, haben dann was Neues erfunden, das Ganze ins Bild gelegt. Hier läuft so eine Sendung und da oben sieht man so weiße Striche zappeln, schwarz-weiße Striche zappeln. Das ist Videodat. Da haben wir in jede Sendung etwa 1,3 Megabyte Daten übertragen, unsichtbar im Bild. 1,3 Megabyte war damals fürchterlich viel, heute ist es wenig. Heute ist es wenig, aber wenn man das HTML-Format benutzt, dann muss man sagen, kriegt man doch schon sehr viel an Informationen, an Dokumentation für die Sendung rüber. Dann haben wir etwas entwickelt, wo heute viele Leute darüber nachdenken, ob so etwas nicht Sinn machen würde, und zwar das rauszusteuern. Rollladen hoch, Rollladen runter, Heizung hoch, Heizung runter. Bei Rossecom ist der Lallus, hier ist er aufgebaut, den haben wir auch zusammen dann nachher entwickelt. Er funktioniert heute noch. Und wir haben ihn weiterentwickelt. Du hast ihn weiterentwickelt, er hat einen Vornamen gekriegt. Der heißt jetzt Web-Lallus. Im Anfang konnte man per Telefon alles steuern. Mhm. Man konnte im Haus jetzt das Licht, Heizung und so weiter anmachen oder auch Temperatur abfragen. Und jetzt geht es mit dieser Leiterplatte und diesem Netzwerkanschluss dann auch übers Internet. Wir sehen, dass hier auf dieser Platte noch sehr viel Platz ist. Das heißt, wir haben auch in der Zukunft noch einiges vor in der Richtung. Es soll also neben der Steuerung auch noch die Webcam übertragen werden. Und man kann sich auch noch hier über die IDE-Schnittstelle das Aufzeichnen auf Festplatte vorstellen. Wer da mehr wissen will, wie es weitergeht, lallus.de Webpage, videodat.de Webpage, wolfgang-back.com Webpage. Sonst noch was? Und Klassik Digital, das war ja unser Audioprojekt. Ja. Das ist ebenfalls www.klassikdigital.de. Also wir führen über die Internetseiten die Projekte weiter. Ja, wie hast du das gesehen, den Computerclub, diese 22 Jahre? Was ist da passiert, ganz kurz? Also am interessantesten ist natürlich, wenn man sich die 22 Jahre so vorstellt, wie die Technik sich in dieser Zeit gewandelt hat. Wenn man sieht, mit welchen Mitteln man angefangen hat, dass auch die Speicherung der Programme am Anfang auf normalen Audio-Kassetten ablief und heute haben wir DVDs. Also ich glaube, es war gar nicht der Computer, der diese großartigen Sprünge gemacht hat. Für mich war es doch schon mittlerweile das Netz. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus und Uli? Ja, ich denke also, es ist schon die Technologie gewesen, denn ohne die gäbe es ja überhaupt kein Netz. Und gerade in den nächsten 50 Jahren wird es eine Explosion geben. Wir werden plötzlich erkennen, dass ein Informationsquant ein wesentlicher Baustein unserer Welt ist, neben allen anderen, die wir kennen. Und ich denke, das ist eine Zeit, die wird so interessant, weil sie unser Weltbild vollständig verändern wird. Also der Anfang der virtuellen Welt ist erst gemacht. Das ist auf alle Fälle sicher und die Entwicklung wird explosionsartig weitergehen. Denn was wir in den 22 Jahren erlebt haben, das war meiner Meinung nach eine einzige Explosion an Leistungsfähigkeit der Hardware und der Software. Ja, ich denke, dass ich da wirklich beipflichten kann. Kann man dann da schon so ein Bild geben? Ja. So, das waren 22 Jahre Sendung, das waren 22 Jahre Computerclub. Uns hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch zu Hause am Bildschirm. Wir sagen Tschüss und behalten ein Bit über. Das ist 1, 2, 3 sogar. Das ist das trinäre System. Tschüss.